Okay. So verfehle ich die Viecher immer, das ist so nervig. So. Drei Schuss noch, schön. Damit haben wir noch 6. Plus noch, was wir noch im Inventory haben. Energie? Ja, sicher. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sicher an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Okay. Hört sich auf jeden Fall ganz witzig an, was jetzt kommt. Ach nö. Boah, nicht jetzt schon. Das ist ein scheiß Schematas-Taster. Ich brauche echt einen Shop. Shoppy. Shop, Shop, Shop. Shop, Shui. Also gehen wir hier rein. Nein. So viel Gelagertes. Und nichts, ob wir so wirklich mitnehmen können. So, ein bisschen hier die Munition aus dem Inventar raus. Sehr schön. Und was haben wir hier? Credits. Credits sind immer sehr, sehr schön. Aber trotzdem, wo ist der nächste Shop? Liegt er zufällig bei uns auf dem Weg? Ach, meine Fresse. Ne, nur, dass wir da oben Luft benötigen. Luft, Luft. Und zwar ganz, ganz schön viel Luft. Bis ganz zum Ende durch. Das werden wir schon schaffen. Irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da nicht so einfach durchlaufen werden können. Hm. Schiete, da müssen wir sogar wirklich durch. Ich will da noch nicht durch. Aha. Jetzt gerade etwa wirklich im Kreis gelaufen? Keine Ahnung. Ah, das wird nicht spaßig werden. Das wird jetzt nicht spaßig werden. Vor allem war unsere Stasis auch so ziemlich alle. Haben wir noch Luftkanister? Ein haben wir. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. So, was jetzt interessant zu wissen ist, da muss ich leider erstmal reingucken, ob es einen Quick-Button gibt für Luft. Grundlegende Steuerung, Rig-Modus-Steuerung. Ne, da haben wir anscheinend nichts drin. So, Rick. Aktivieren. Ja. Schnelltaste, Karte, Inventar, Mission, Erste-Hilfe-Paket. Ja, Q hatten wir schon. Logdatenbank, Logs-Menü, Pause-Menü, bla bla bla. Ne, scheiße, gibt's nichts für Luft. Kann man die vielleicht umsortieren, dass wir direkt als erstes haben? Ne. Heißt also, als einfach durchrennen. Zero Gravity, ja, schön. Ich sag euch, Leute, das wird Eintritt nicht gut Vakuum. Gehen. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ha. Huh. Das war interessant. Da hat uns direkt irgendwas gezweiteilt. Eintritt Vakuum. Haben wir hier einen sehr fairen Speicher. Eintritt Schwerelosigkeit. Das heißt also, jetzt bleibe ich mal hier lieber auf der Tatsache. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Hm.
Ganz ehrlich? Eintritt Vakuum. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Da gibt's nicht. So ein Drecksvieh. So, alles los? Keine Einschläge mehr? Nein! Ach du Heilige, also das wird echt ein ganz, ganz bescheidener Weg, würde ich jetzt mal so behaupten. Heieieiei. Eintritt Vakuum. Ich glaube, da werden wir noch ein klein bisschen länger. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Schön. Lieber so mal hier, so ein paar. Nein! Schaffen wir das? Schaffen wir das? Spring doch! Oh Mann, oh Mann. Nein. Los, komm schon. Los. Einfach rüber. Wir haben es gleich schon geschafft, ne? Also weit ist es nicht mehr. Na, und ich laufe jetzt noch genau. Boah, das war knapp. Da, fast geschafft. Da laufen wir jetzt einfach durch. Ohne einen Sauerstofftank, komm schon. Ende der Schwerelosigkeit. Mach das Ding zu. Ende des Vakuums. Huhuhu, das war gar nicht mal so und knapp. Ja, wir werden gleich wieder irgendwas wegschmeißen. Und zwar... Erstmal den Mist. Ripperklingen brauchen wir auch nicht. Und dafür, was war der andere? Medipack klein. Und hier hinten auf jeden Fall eine Halbleiter Rubin. Habt ihr auch schon was geschrieben, dass die, glaube ich, richtig ordentlich was bringen? Rubin ist natürlich, wie schon erwähnt und mit Gold, ein richtig toller Halbleiter. Runde 1, also ist das Spiel wohl dazu gedacht, mehrfach durchgespielt zu werden. Naja, was soll's. Haben wir eigentlich noch einen Stase-Pack bei? Natürlich nicht. Stattdessen haben wir 2 Luftkanister, die wir eh nie brauchen werden. 3 Schematas, die wir nicht einsetzen können, weil wir nirgendwo einen gottverdammten Shop finden. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Spaß. Gar keine Gedanken, also schaffen wir das auf jeden Fall.
repariert. Nur noch einen Moment. Oh, da wurden wir böse getroffen. Ah, da haben wir natürlich nur 90, also. Das ist schon ordentlich was gemacht, dass wir uns jetzt richtig immer in Kontrolle bringen kann. Ah, vor allem, ich habe hier die Mausempfindlichkeit extrem so runtergestellt. Das macht hier jetzt natürlich sehr wenig Sinn. Aber bei mir. Automatisches Kontrollsystem aktiviert. Ach, schön, schön. Gut, Isaac. Die Zielerfassung ist wieder online und wird uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Heißt das, wir sollen jetzt wieder den Scheißweg zurück? Ja, ich speichere nochmal, ich weiß. Ah, wir sollen nicht ernsthaft diesen kacken Weg wieder zurück. Das wollte ich. Tatsache. Eintritt Vakuum. Jetzt dürfen wir, glaube ich, einfach so durchrennen können, oder? Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, von wegen, ihr Scheißviecher. Ich renne euch einfach weg. Ich habe da gar keine Lust, groß rumzukämpfen. Ja, ich habe das viel gesehen. Das ist das Schöne, dass man die draußen eigentlich so gut wie gar nicht hört. Eigentlich dürfte gar keine Akustik im Weltall sein. Aber aus dem Grund, wegen Akustik bzw. Schall, braucht ja irgendein Trägerstoff. Normalerweise man nimmt das die Luft dafür. Nur hier im Weltall gibt es ja gar nichts, was irgendwie den Schall transportieren könnte. Also was irgendwie so Ende der Schwerelosigkeit. Verwenden lassen würde für den Schall. Von daher Ende des Vakuums. Ja, ja, aber eigentlich müsste es deswegen sogar komplett lautlos da sein. Nichts, nichts, nichts. Wartet! Isaac Hammond? Alte! Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Hierin hatten wir nichts zurückgelassen. Aber wir brauchen dringend einen Shop. Ah, wirklich dringend. Wahrscheinlich bin ich schon mal zwei oder drei vorbeigerannt, ohne es überhaupt. Jetzt kann ich das. Na, kann ich doch nicht. Ja, ich weiß, da wird manchmal schon. Wo bist du denn? Was ist das denn? Da schwimmt doch jemand an der Decke rum. Nein! Nein, 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 nein! Hör! Nein! Penner, ich, genau das dachte ich mir. Boah, leck mich doch am Arsch. Mann, ich habe kein Stase mehr. Scheiße, ey, das ist jetzt richtig mies ohne Stase. Ich hau einfach ab. Da. Ach, das gibt's doch nicht. Leck mich am Arsch. Boah. Aber ich glaube, jetzt habe ich ja gerade ein Medikit zu viel verwendet. Egal. Boah, ohne Stase hier rumzurennen und dann solche kleinen Mistviecher, das ist ja richtig ekel. So gut, zumindest müssen wir ja lang, aber jetzt haben wir hier wahrscheinlich wieder Besuch. Wie jedes Mal.
Bin ich gerade jetzt echt ein bisschen verwundert? Ah, komm schon, shop, shop, shop. Ich glaube, daran haben wir noch ein Stase-Pack. So, erstmal schauen wir mal. Anzug Level 3, ja, ich weiß. Laserkanone ist schön und Energiekanone. Ja, aber mich interessiert eher nicht nur den Anzug Level 3. Können wir uns gerade eben so leisten. Perfekt, nehmen wir natürlich. Juhu. Ich trinke mal ganz kurz was. Falls ihr euch fragt, was ich hier eigentlich immer trinke, das ist nur reines Leitungswasser, auch Kraneberger genannt. Ich weiß nicht, es schmeckt mir einfach und hydriert mich vernünftig. So, jetzt haben wir den Anzug Level 3. Jetzt können wir erstmal gucken, was kriegen wir ja weg. Impulsprojektile ja verkaufen. Luftkanister klein, der bringt kaum was. Maybe you're some strain. Und den kleinen Luftkanister verschachen wir auch mal. Das Schöne ist, können wir uns nämlich wieder ein bisschen... Was heißt ein bisschen ein Energieknöpfchen leisten. Safe haben wir auch. So, einfach nur ein bisschen... Ah, den nehmen wir natürlich direkt bei uns ein. Strahlmunition. Brauchen wir die überhaupt? Ja, eigentlich sind wir noch da recht gut ausgerüstet, was das betrifft. Aber den packen wir mal ein Safe. So, ja, ja, so nehmen wir es mit. So kann man es belassen. Jetzt nehmen wir, direkt mal erstmal den Stase-Pack ein. So. Ist das Ding auch mal wieder. Höhöhö. Was? Leck mich! Das sagt für mich auch noch. Ich hab das nicht geschafft. Nein! Nein! Tritt denn zum Ei! Jetzt tritt er drauf. Nein! Wir sind wieder bei einer Monorail. Ihr wisst, was das bedeutet. Juhu, wir sind endlich mal wieder ein Kapitelchen weiter. Das war's nicht, fand ich jetzt aber relativ kurz. Oder kam es mir jetzt nur so kurz vor? Ich meine, ja doch, gut eine Stunde gespielt. Das heißt, wir haben jetzt eine Stunde dafür benötigt. Juhu, wuhihihu. War aber jetzt am Ende unnötig viel verschwendet. Boah, das ist ja ekelhaft. Ist ja richtig ekelhaft, wie viel wir da verschwendet haben. So, gut. Und damit beenden wir jetzt auch mal die Aufnahme hier. Sind wieder drei Völkchen. Nein, nur drei. Das ist echt schon traumhaft. Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. Ja, gut. Und bevor das nächste beginnt, werden wir jetzt hier während des Speicherns einmal dann die Aufnahme beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich sag mal dann einfach mal bis zum nächsten Mal.